Und dann Moinsen zum Vorbericht. Wir haben eine englische Woche. Pokal steht an. Mittwochabend gegen Arminia Bielefeld. Und wenn Bielefeld ruft, ist Ancelo nicht weit. Geil, dass du dabei bist. Darfst du kurz natürlich vorstellen, was bei dir auf dem Kanal abgeht, wenn auch die meisten dich natürlich schon kennen. Ja, erstmal natürlich mal wieder danke, dass ich dabei sein darf hier auf deinem Kanal. Ja, ist ja jetzt schon Tradition bei uns. Ja. Ja, für die, die mich noch nicht kennen, ich bin der Anspruch, wie schon gesagt, ne, auf YouTube, der Armin-Tuber. Da bringe ich so einen Content wie Gegnervorstellungen, Stadion-Vlogs, meine Meinung zu den Spielen, nach den Spielen oder halt auch ja, verschiedene Themen, Top Tens oder ja, einfach so themenbezogene Arminia-Themen. Genau. Und beim Thema Stadionvlogs können wir eigentlich gleich loslegen. Du warst ja gestern Abend, wir nehmen es hier Sonntagabend auf, du warst gestern Abend in Hannover, hast es live gesehen, 2-0 Niederlage. Tatsächlich Platz 18 in der zweiten Liga nach dem Abstieg. Wie ist das passiert, wenn man das kurz zusammenfassen kann, was wahrscheinlich nicht so einfach ist? Das ist alles andere als einfach. Also ich denke mal erstmal haben sie natürlich einen Trainer mit Uli Forte geholt, der keinerlei Erfahrung in Deutschland hat, bis jetzt viel in der Schweiz oder ich glaube auch in Belgien trainiert hat, was man jetzt natürlich nicht unbedingt mit dem deutschen Fußball vergleichen kann. Klar, es war ein Versuch wert, hätte ja natürlich auch vollkommen klappen können, hat es am Ende nicht. 4 Niederlagen zu Start. Gut, Pokal gewonnen, aber das war jetzt auch kein nennenswerter Gegner mit Engers. Ja, gut, das Kapitel war dann auf jeden Fall schnell erledigt. Daniel Scherning, mit ihm klappt es phasenweise besser auf jeden Fall. 2 Heimsiege dann in Folge gehabt, plus nochmal 2 Unentschieden, gerade in Darmstadt. Das war schon ordentlich, wenn man da einen Punkt geholt hat. Ja, aber sonst fehlt es so ein bisschen am Zusammenhalt von der gesamten Mannschaft. Es ist irgendwie ja, keine Spielfreude richtig zu sehen, sehr lustlos, wie sie da teilweise auftreten. Ja, ich denke mal, ja, wie soll man das in den Griff kriegen? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also was man jetzt so die letzten 2 Wochen gesehen hat, sage ich mal, geht schon wieder, waren zwar auch Fehler drin, aber man sieht, dass die Mannschaft ein bisschen erkämpft. Ja, und gut, jetzt das letzte Spiel zu nehmen direkt. Hannover ist ja auch durchaus mit in den Vereinen oben dabei, die man ein bisschen Aufstiegsaspirant nennen darf. Wie war denn so eure Haltung als Fan quasi reinzugehen in die Saison? Ihr wisst, ihr seid abgestiegen. Klar, auch wichtige Spieler verloren. Hat man dann trotzdem gehofft, ey, wir sind Absteiger? Man hat beim HSV vielleicht noch so einen glasklaren Aufstiegsaspiranten, aber eigentlich könnte man auch einen Versuch wagen oder wusstet ihr schon, ey, wenn wir irgendwie dann doch Platz 8, Platz 9 werden, ist auch okay als Absteiger? Wie ist das? Ich sah da so ein bisschen die Erwartungshaltung aus. Ja, ein bisschen geteilt natürlich. Viele hatten auch Hoffnung, dass es direkt wieder hochgeht. Alleine schon wegen der Qualität im Kader. Wir haben den zweithöchsten Kaderwert in der gesamten zweiten Liga. Der war schon bei einigen, auch bei mir, muss ich ehrlich gestehen, ja, die Hoffnung dabei, dass wir direkt wieder hochgehen. Ich hatte Arminia zu Beginn der Saison auf Platz 2 gesehen. Ja, gut, ist jetzt natürlich nicht so gekommen. Die Ja. Situation sieht komplett anders aus, aber viele waren auch der Meinung, guckt euch die anderen Absteiger an, die hatten es alle sehr, sehr schwer. Ja, wie gesagt, also ziemlich geteilt auf jeden Fall die Meinung, was diese Saison angeht. Ja, Ortega unter anderem verloren, natürlich, der jetzt einfach bei Man City ist, hätte ich auch im Leben nicht gedacht. Nee. Was sind so die Spieler bei euch im Kader, auf die wir auch so ein bisschen achten müssen am Mittwochabend? Also auf jeden Fall erstmal Robin Hack, der Ja. wirklich eine sehr gute Saison spielt. Einer der wenigen, bei dem man wirklich ansieht, der kämpft für die Mannschaft, der will immer 100% geben. Das einzige Manko bei ihm sind tatsächlich die Ecken, die kann er überhaupt nicht schießen. Aber sonst sieht das wirklich sehr gut aus. Dann natürlich unser neuer Torhüter Martin Freisel, ist ja schon bekannt, dass er in der zweiten Liga wirklich super Leistung bringt. Schalke, Sandhausen. Also der ist auf jeden Fall sehr konstant. Ja, sonst, klar, Masai Okugawa hat immer solche und Ja. solche Spiele. Mal denkt man, das ist nicht mal Drittliganiveau, aber manchmal bringt er doch echt gute Leistungen. Ja, das waren jetzt halt so die Spieler, auf die man vielleicht achten muss. Sonst, ja, ist das bisher, ja, doch sehr mager vom Niveau her. Ja, Okugawa habe ich auch noch im Kopf. Ich meine, das war der das Tor gemacht hat, als ihr letztes Jahr bei uns gewonnen habt. Mit dem Genau. 0 zu 1, wo wir auch eine ganz üble Phase hatten. Ich meine, wir müssen ja auch nicht drum herum reden. Wir waren beide bis zum letzten Spieltag noch voll in der Verlosung drin. Wir mit dem deutlich glücklicheren Ende natürlich.
Habt ihr eigentlich im Pokal, wo wir bei Ortega waren oder jetzt auch bei Freisel, habt ihr eigentlich auch eine Regel mit Pokalkeeper oder steht einfach Freisel im Tor am Mittwoch? Nee, steht ganz normal Freisel im Tor. Okay, Ist weil bei euch so? bei uns ist ja so ein bisschen eh die Debatte mit Müller. Das sind auch Ja. viele nicht so ganz Fan von ihm. Ist für mich ein grundsolider Keeper, hat halt ständig irgendwelche Schnitzer drin. Das machen halt natürlich seine Leistungen völlig kaputt. Und wir haben auf jeden Fall eine klare Regel mit Pokalkeeper. Also im Normalfall steht am Mittwochabend dann Predlo im Tor. Ist ja auch noch bekannt aus zweitiger Zeit, Nürnberg und so weiter. Ja. Ein Spieler, den wir natürlich auch noch direkt im Kopf haben, den wir ausgeliehen haben, ich meine, ohne Kaufoption ist Klimovic. Läuft der bei euch an oder wie plant ihr mit dem? Also er kommt jetzt tatsächlich nicht so oft zum Zug, meistens mehr als Einwechselspieler, aber ich finde, wenn er reinkommt, macht er seine Sache schon gut. Also man merkt, der Junge hat Tempo drauf, der ist sehr flexibel. Ich würde ihm auch gerne mal mehr von Anfang an sehen, aber ich weiß gar nicht, ob er bis jetzt überhaupt noch von Anfang an dran kam. Ich meine nicht. Also ich denke nur als Einwechselspieler, aber genau kann ich das nicht sagen. Ja, ich habe es nur kurz überflogen, glaube irgendwie 5 Spieler hat er gemacht. In Hannover waren es, glaube ich, 5 Minuten. Also eher der Ja. Ergänzungsspieler noch. Ist ja auch, ja, wir hätten ihn auch nicht abgegeben, wenn er jetzt so stark wäre, jetzt ganz böse gesagt. Dem fehlt halt die Spielpraxis, die hat er bei uns nicht bekommen, würde er auch nicht bekommen. Der hat die Anlagen 100%, gerade technisch, aber halt eben auch so ein bisschen, ja, Konstanz ist nicht drin. Füß ist natürlich auch so ein Ding, ist eher der kleine Zauberer, so ein bisschen dieser Typus kleiner Dribbler. Ja. Und das ist natürlich auch in der zweiten Liga, da wirst du halt teilweise wahrscheinlich auch gefressen dann mit dem Spielertypen, haben wir auch bei ihm gemerkt, als wir noch in der zweiten Liga waren. Was ist so der Ansatz von eurem Spiel? Ist das eher offensiv oder werdet ihr euch am Mittwoch da eher ein bisschen mal abwarten und erstmal die Null halten? Also erste Halbzeit auf jeden Fall erstmal abwarten, ein bisschen hinten reinstellen, Gegner kommen lassen. Bei uns ist gerade so in den letzten Wochen zu sehen, wir kommen besser aus der Halbzeit raus. Also wenn es dann in die zweite Halbzeit reingeht, ordentlich Druck auf jeden Fall. Gibt jetzt auch Ausnahmen wie gegen Kiel, wo wir da in der ersten Minute vielleicht das Tor geschossen haben. Ich glaube, keiner mit gerechnet. Aber sonst ist die erste Halbzeit auf jeden Fall bei uns nie so wirklich berauschend. Also da schon eher die zweite. Okay. Und was ist so der spielerische Ansatz? Also so formationsmäßig und sowas? Formationsmäßig wird tatsächlich recht oft rotiert. Mal probieren wir es dann mit einer Doppelspitze, meistens jedoch ja, mit einer einzelnen Spitze. Bei uns ist ja so ein bisschen auch das Stürmerproblem. Zu Beginn hatten wir drei richtige Stürmer: Klos, Serra und Krüger. Klos ist schon länger verletzt, Krüger wurde abgegeben. Warum auch immer, versteht keiner so richtig, warum man den abgegeben haben. Ja, jetzt haben wir als einzigen richtigen Stürmer Yannis Serra. Und ja, der blüht halt noch nicht so richtig auf. Ja, ansonsten, man probiert schon gerne über die Außen zu gehen, aber ich sag mal auch, im Moment sind die Außenverteidiger, also die eigentlich Stammaußenverteidiger mit Klünter, der ja von Hertha gekommen ist, und Oczipka, die fallen ja beide aus, können sowohl defensiv, manchmal hat man diese Würmer drin, ne? Defensiv als auch offensiv. Aber gut, die sind halt beide weg. Jetzt setzt man im Moment auf George Bello und Silvan Sidler, beziehungsweise auch Christian Gebauer auf rechts. Ja, denen fehlt auf jeden Fall die Spielpraxis. Man merkt es auch komplett an. Sie versuchen immer offensiv, aber verlieren dann auch meistens die Bälle, holen sich die nicht konsequent zurück. Also, ein Arminia-Spiel im Moment zu sehen, macht nicht so viel Spaß. Okay, da bin ich mal gespannt auf Mittwoch, weil da ist ja zumindest, kommen wir später noch drauf zur Prognose natürlich, aber die Voraussetzungen recht klar. Ich meine, wir stecken auch tief im Abstiegskampf drin, aber es ist halt trotzdem rein von Platzierungen her quasi eine ganze Liga Unterschied. Abstiegskampf erste zu Abstiegskampf zweite Liga. Bei uns ist ja auch die große Frage, taktisch mäßig, um das ein bisschen abzudaten quasi auch vom Infostand, dass wir möglicherweise schon einen neuen Trainer haben gegen Bielefeld. Wir haben ja auch unsere Trainerentlassung hinter uns am Montag Matarazzo entlassen. Jetzt das Spiel geglückt unter Co-Trainer Wimmer gegen Bochum zum Glück. Und jetzt gibt es wohl die ersten Ideen. Wir haben zwei feste Kandidaten. Einer davon ist scheinbar Jess Vorup, wenn ich richtig ausspreche. Ein Däne hat zuletzt Kopenhagen trainiert, noch bis Ende September rein. Morgen wahrscheinlich die Gespräche mit dem zweiten Kandidaten. Dann könnte es schon sein, dass wir am Mittwoch mit einem neuen Trainer gegen euch spielen.
Und da ist eben, da kann ich dann wahrscheinlich noch wenig zu sagen, weil ich könnte natürlich sagen, wie wir jetzt aktuell spielen, mit unserem 3-3-2-2-Format, viel über die Flügel, aus einer sicheren Dreierkette raus, stabiles Mittelfeld, Mitte absichern und so. Aber wenn der neue Trainer kommt, kann natürlich sein, dass er das Ganze, nicht das Ganze, aber viel über den Haufen wirft und erstmal natürlich sein Spiel integrieren will bei uns. Bei euch auch die erste Trainerentlastung schon durch, da haben wir auch so eine kleine Parallele tatsächlich. Und eine Parallele haben wir auch, wir haben schon mal im Pokal gegeneinander gespielt. 2008, 2009 war das, September 2008. 2-0 Heimsieg für uns damals. Und was mich jetzt, ich bin im Stadion am Mittwoch, was mich nicht unbedingt so hyped auf das Spiel ist, das Thema Zuschauer leider. Weil wir haben da tatsächlich die Regelung gemacht, dass wir quasi erstmal abwarten, wie viele Tickets verkaufen sich und danach öffnen wir mehr. Soweit ist nicht gekommen. Bei uns ist ganz stark Kurve geöffnet, also da, wo die Stimmung rauskommt und eben noch Unterrang in der Gegengerade, das war's. Das letzte Mal, als wir das so hatten, war im Testspiel vor das Rock in Valencia. Da waren dann 12.500 Zuschauer da. Ich gehe mal nicht davon aus, dass wir allzu viel mehr als so 14.000, 15.000 da haben, wahrscheinlich am Mittwochabend. Das ist ein bisschen schade. Und lustigerweise trotzdem mehr als letztes Mal. Damals waren natürlich auch die Erwartungen anders. 2008, 2009 waren wir noch ein Top-Team in der Bundesliga. Da waren tatsächlich damals nur 8.500 Zuschauer da beim Oh, echt? 2-0. Das ist Boah. schon echt hart. Weißt du schon oder kannst du abschätzen, wie viele da aus Bielefeld anreisen? Ich meine, es ist ja auch gibt Angenehmeres an einem Mittwochabend. Das wären nicht viele. Also schätzungsweise würde ich jetzt einfach mal sagen 500. Ja, Ich denke, da ist realistisch. was euch auf jeden Fall Hoffnung machen kann, ist die Statistik, die ich gerne raushol, weil das letzte Mal, als wir gegen euch zu Hause gewonnen haben, war in der quasi ersten Zweitligasaison, 16-17. Da haben wir mal einen 3-1-Sieg heimgefahren, sonst war es das. Auswärts mal einen Punkt, mal verloren. Letzten Heimspiele war es 1-1 kurz vor Corona und eben auch letzte Saison 0-1 verloren und 1-1 bei euch. Das kann euch ein bisschen Hoffnung machen, aber was hast du so für Argumente für dich quasi, um positiv reinzugucken ins Spiel? Also gut, die Situation ist ja jetzt erstmal eine komplett neue. Klar, Ja. ich gucke auch mal gerne auf die Statistiken, nur das kann man nicht machen so diesmal. Klar, es ist immer schön gegen Stuttgart, wenn man mal so in die Vergangenheit schaut. Nur gut, ihr habt jetzt einen neuen Trainer. Kann es natürlich auch sein, wenn ihr diesen aus Dänemark da holt. Ich habe jetzt noch nichts von gehört, dass das uns sehr in die Karten spielen kann. Na, gerade, dass er seine Spielidee da neu einbringen möchte. Der hat wahrscheinlich auch noch gar keine Erfahrung in Deutschland oder schon. Als Spieler ja, da war mal Ja. bei Uerdingen irgendwann. Sonst seine Stationen waren Gent und Genk. Er hat quasi beides durchgemacht, auch Midtjylland und war dann bei Kopenhagen jetzt zum Schluss da auch eigentlich recht erfolgreich, nur halt eben komplett in Sand gefahren der Saisonstart, die Saison. Und dann war es halt vorbei in Kopenhagen. Die haben ja auch andere Ansprüche, da musst du halt auch mal mehr gewinnen. Und halt natürlich auch der Jugendfokus war auch da. Der war früher mal Jugendtrainer für Dänemark in U21, U20, aber in der Bundesliga oder in einer, ich sag mal, größeren Liga, ohne jetzt irgendwas gegen Dänemark zu haben, tatsächlich noch nicht, nehmen. Also dann sehe ich schon ein sehr knappes Spiel, wenn er jetzt wirklich kommen sollte. Kann natürlich auch vollkommen einschlagen. Aber ich schätze schon, dass Bielefeld dann auf jeden Fall mehr vom Spiel haben wird. Aber am Ende kann ich mir einfach keinen Sieg für uns vorstellen. Also da denke ich mal schon, dass die Stuttgarter individuelle Klasse dann doch ein bisschen zu hoch ist. Ja, und alles andere wäre ja vermutlich auch recht überraschend, rein was die Lage angeht, auch wenn wir im Abstiegskampf stecken, jetzt endlich mal gewonnen haben. Erster Saisonsieg, waren auch die einzige Mannschaft aus allen 36 Erst- und Zweitligisten, die noch keinen Sieg geholt hatten. 10. Spieltag, erster Sieg, das ließ sich auch alles nicht schön. Müssen gucken mit dem Trainer natürlich, ob es der Co-Trainer bleibt noch für Mittwoch und der neue Trainer erst dann am Samstag in Dortmund erstmal an der Seitenlinie steht. Aber als VfB-Fan kriege ich bei solchen Spielen doch durchaus ein bisschen Puls, ein bisschen Angst, weil eben zum Glück haben wir hier kein Phrasenschwein, der Pokal schreibt seine eigenen Geschichten. Und das wäre das Typischste der Welt, wenn du gerade in so einem Spiel, in so einer, sag mal, kleinen Kulisse, Stimmung wird trotzdem hoffentlich ganz gut werden, weil die Stimmung machen, sind ja trotzdem vorhanden. Aber dass genau da eben dann doch was passiert und der VfB wieder den VfB spielt, irgendwo auch den, ja, keine Ahnung, den Aufbaugegner spielt, doof gesagt, weil es würde euch natürlich pushen, so im Pokal weiterkommen, gehe ich mal fest davon aus.
Weiß nicht, was spielt Boah. ihr, was spielt ihr nach dem Pokal in der Liga? Sandhausen, St. Pauli. St. Boah, Pauli okay. heim. Wird Ja. also auch nicht einfacher. Nee, die haben ja jetzt wieder neuen Mut gefasst. Durch das Ja, 3-0 gegen Hamburg. stimmt, stimmt. Ja. Aber sonst Wie? sind die Auswärts auch echt nicht gut. Also das müssen wir normalerweise nutzen. Ja, wie zuversichtlich bist du da, dass ihr da unten zumindest rauskommt? Oder was ist so dein Saisonziel, sag ich mal? Also wenn du mich vor 2 Wochen gefragt hättest, hätte ich gesagt, ich habe hier gar keine Hoffnung mehr. Jetzt durch die zwei ganz guten Halbzeiten gegen Karlsruhe und gestern halt gegen Hannover, würde ich schon sagen, da ist was zu sehen, dass es besser werden kann. Ob es jetzt wirklich wird, ist natürlich abzuwarten, aber ich sag mal, ja, mein Mut, dass es da und rausgeht, ist vielleicht um 20% weiter nach oben gegangen. Ja, weil so rein, wenn ich es aus der Ferne gucke, sollte der Kader da eigentlich auch nicht auf Dauer unten hängen. Das ist so ein bisschen wie das Leverkusen bei uns, die werden da auch nicht auf Dauer unten hängen. Aber wenn Nee. es halt mal scheiße läuft, dann läuft es halt scheiße. Wir hatten leider tatsächlich auch, ich glaube, Paderborn war es mal, die auch den direkten Durchrutsch gemacht haben. Wünsche ich euch absolut nicht. Also ich hätte mit so einem Saisonstart nicht gerechnet und gehe mal fest davon aus, dass wir da unten wieder rauskommt. Sonst haben wir, glaube ich, das meiste angesprochen, die leider recht minimale Kulisse mit trotzdem hoffentlich ganz guter Stimmung, auch aus dem Auswärtsblock natürlich. Die Statistik, die tatsächlich nicht für uns spricht, und natürlich unsere beiden Trainerwechsel, fehlt nur noch die Prognose, die du mir gerne geben darfst, vom Ergebnis her. Vom Ergebnis her würde ich ein 3 zu 1 für Stuttgart sagen. Wird wahrscheinlich erstmal ein recht ausgeglichenes Spiel, aber ich denke mal, umso mehr Minuten gespielt sind, wird der VfB das Ding schon in die eigene Hand nehmen. Da würde ich auch hoffen. 3-1 ist, glaube ich, ein recht cleverer Tipp, weil wir ja auch tatsächlich zu blöd sind, ohne Gegentor auszukommen. Das wär so eine kleine Hoffnung, das vielleicht am Mittwoch mal hinzubekommen, wobei es natürlich auch dann wieder beim Thema Müller und Bredlo nicht so das gute Bild auf Müller werfen würde, wenn dann Bredlo das erste Mal im Tor steht und auf einmal doch kein Tor kassiert. Weil damals ja auch gegen Bochum den Rekord eingestellt oder sogar übertroffen, letzte Woche eingestellt, diese Woche übertroffen. Wir haben 27 Bundesliga-Heimspiele in Folge mindestens ein Gegentor kassiert. Davor, den Rekord hat er davor Rot-Weiß Essen irgendwann in den 70ern oder sowas geholt. Die hatten 26, jetzt haben wir es offiziell überholt mit dem Gegentor gegen Bochum. Und würde aber trotzdem sagen, ich bin da recht positiv. Das ist eine Pflichtaufgabe, ohne jetzt irgendwie groß was, irgendwas gegen Bielefeld zu haben, aber rein von der Tabellensituation, wenn man einfach ganz neutral drauf schaut, ist es eine Pflichtaufgabe gegen den 18. aus der zweiten Liga. Man muss so sagen. Ja, leider ist es so und gehe aber. Ja, ich glaube nicht, dass wir es uns so einfach machen. Also Bochum waren wir schon überraschend effizient mal. Das hat uns ja davor immer gefehlt. Wenn man früher effizient gewesen wäre, Matarazzo vielleicht immer noch Trainer, kann auch möglich sein. Lag ja oft am Chancenwucher. Aber ich sehe es nicht, dass wir euch abschießen oder sowas. Ich glaube, das war jetzt so ein Einmal-Ding. Das wäre schön, wenn nicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es war so ein Einmal-Ding in Bochum, dass du mal aus 5,5 Chancen einmal 4 Hütten machst. Gehe, glaube ich, tatsächlich mit. Ich glaube, ich kopiere einfach. Ich gehe mit einem 3-1-Tipp. Und bedanke mich bei dir, dass du hier am Start warst. Ja, ich habe ebenfalls zu danken. Und War doch dann wieder ein hoffen wir, nettes Wündchen. absolut, absolut, hoffen wir mal, dass wir es demnächst auch mal wieder irgendwann in der ersten Liga machen können oder halt nochmal in einer Pokalpartie. Check den Anschluss natürlich gerne ab. Auch bei mir gerne das Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.